Ja, unsere Behandlung dieser expliziten Einschrittverfahren ist damit im Grunde abgeschlossen. Wir wissen, wie man Konvergenz nachweist. Wir wissen, wie man konsistent, nämlich indem man einfach die Konsistenz nachweist. Und wir haben Beispiele gesehen. Also alles ist jetzt wunderbar. Wir haben uns dabei allerdings beschränkt auf die expliziten Einschrittverfahren und fragen uns, was ist mit diesen impliziten Verfahren, die ich ja auch noch definiert hatte. Und glücklicherweise ist die Theorie da sehr, sehr einfach. Ich werde es mir hier noch ein bisschen einfacher machen, als es eigentlich ist, und an einer Stelle ein bisschen ungenau sein. Das werden Sie gleich sehen. Im Grunde ist das völlig unwichtig. Okay, also wir schauen uns diese impliziten Einschrittverfahren an. Und diese Einschrittverfahren unterscheiden sich von den expliziten dadurch, dass es zugelassen ist, dass das yk plus 1 auch auf der rechten Seite in dem Phi nochmal auftritt. Das heißt also, ich habe hier im Grunde keine Zuweisung für das yk plus 1, sondern ich habe eine Gleichung, die ich in jedem Schritt nochmal auflösen muss. Das einfache Beispiel, ich glaube, das habe ich schon mal als kleine Aufgabe gestellt in der Vorlesung. Schauen wir uns mal an, wieder unsere normale Herleitung für die Einschrittverfahren. Wir schreiben mal das y von tk plus 1 gleich y von tk plus das Integral von tk bis tk plus 1 über y Strich. Y soll eine Lösung der Differentialgleichung sein. Das heißt, das ist dasselbe wie f von t und y von t dt. Und jetzt haben wir schon beim Euler-Verfahren haben wir dieses Integral diskretisiert, indem wir einfach an der Stelle tk einmal ausgewertet haben. Wir könnten aber auch einfach an der Stelle tk plus 1 auswerten. Dann würden wir dieses Integral hier approximieren durch h, also die Intervalllänge, mal den Funktionswert des Integranten an der Stelle tk plus 1. Und dann steht hier einfach ein h mal f von tk plus 1 und y von tk plus 1. Okay, wenn ich jetzt wieder meine Näherungen einsetze, also für y von tk plus 1, also yk plus 1, für das y von tk, unser yk, ja, dann erhalte ich hier das Verfahren yk plus 1 gleich yk plus h mal f von tk plus 1 und yk plus 1. Okay, das nennt man auch das implizite Euler-Verfahren aus naheliegendem Grund. Ja, bei normalen Euler-Verfahren hat man hier vorne an der Stelle tk ausgewertet und bei diesem impliziten Euler-Verfahren wertet man halt vorne halt an der Stelle tk plus 1 aus. Es ist vielleicht nicht so ganz klar, wo der Sinn dieser Sache liegt, aber das werden wir noch sehen. Okay, erste Frage wäre jetzt natürlich, geht das überhaupt? Ja, also ich muss ja jetzt hier eine Gleichung auflösen. Ich muss das hier auflösen nach yk plus 1. Und die Frage ist, gibt es überhaupt so eine Lösung? Ja, kann ich das überhaupt nach yk plus 1 auflösen? Besitzt diese Gleichung, die hier steht, überhaupt eine Lösung? Und ein Grund, warum ich das Ganze hier nochmal mir genauer anschaue, ist, wenn ich nachweisen soll, dass nichtlineare Gleichungen eine Lösung haben, habe ich eigentlich immer nur eine Chance, nämlich ich muss den Fixpunktsatz von Banach anwenden. Und das gibt mir wieder mal die Möglichkeit, hier nochmal den Fixpunktsatz von Banach zu üben. Denn wenn das yk plus 1 diese Gleichung hier vorne erfüllt, dann ist natürlich das yk plus 1 ein Fixpunkt der rechten Seite. Das heißt, wie geht man natürlich vor? Ich definiere mir ein g als die rechte Seite, also g von z gleich yk plus h mal phi von tk yk und dem Wert, der mich interessiert, also z und h. Ja, also ich gehe jetzt hier wieder auf die Originalgleichung zurück. Ne? Das ist yk plus 1 natürlich auch ein Fixpunkt. So, und ich möchte zeigen, dass dieses g hier vorne die Voraussetzungen des Fixpunktsatzes erfüllt. Das heißt, welche waren das? Der Grundraum muss ein Banachraum sein. Ich brauche eine Selbstabbildung auf einer Teilmenge des Banachraums, auf einer Teilmenge d des Banachraums. Dieser Teilmenge muss abgeschlossen sein. Und das Letzte ist, das Ganze muss kontrahierend sein. Okay, gut. Das wollen wir jetzt nachrechnen und ich setze mal ein paar Sachen voraus, nämlich erstmal dieses Phi, das setzt sich ja immer zusammen aus so Auswertungen von f. Ja, das heißt also, wir haben vorausgesetzt, dass f ist stetig, dann ist mit Sicherheit auch dieses Phi stetig hier vorne. Das macht Sinn, das anzunehmen.
Dann das F ist Lipschitz stetig im zweiten Argument. Naja, also dann macht es natürlich auch Sinn anzunehmen, dass dieses Phi, was wir hier haben, Lipschitz stetig ist. Und zwar natürlich ja in diesen Argumenten yk und yk plus 1. Ja, das ist ja das, was ich hinterher ins F an die zweite Stelle einsetze. Das heißt also, es wird tatsächlich immer so gelten, dass das Lipschitz stetig in beiden Variablen. Wir brauchen hier sogar nur, dass es Lipschitz stetig ist in der Variable yk plus 1, also bezüglich dieses Z hier vorne. Okay, gut, dann gilt diese ganzen Werte, die ich da einsetze, ja, das TK, YK, beziehungsweise TKZ, die liegen alle in unserem Kegel. Ja, also nur da betrachten wir ja unsere Differentialgleichung. Und wir wissen, dieser Kegel war kompakt und das bedeutet, die Unendlichnorm von Phi für diese Werte, die wir hier einsetzen, für TK, YK aus dem Kegel und TK, Z aus dem Kegel, ist mit Sicherheit nach oben beschränkt, einfach deshalb, weil dieser gesamte Kegel kompakt ist. Da ist so eine ganz kleine Ungenauigkeit. Ich muss diesen Kegel eigentlich noch ein bisschen vergrößern. Und das kann ich, das haben wir mal im Korrelat zu einem Satz mal gezeigt. Warum ich den so ein ganz bisschen vergrößern muss, das werden Sie gleich sehen. Ich lasse hier trotzdem mal einfach diese Bezeichnung für das Kegel stehen, um sie hier nicht noch weiter zu verwirren. Okay, also irgendwie auf jeden Fall, das Phi ist nach oben beschränkt. Ja, das ist die Aussage, die wir hier haben, und zwar durch die Konstante M'. So, jetzt sei Delta so klein, dass eine Delta-Umgebung von YK ganz im Definitionsgebiet von Phi liegt. Das macht durchaus Sinn, denn dieser Kegel, der liegt im Inneren des Definitionsgebiets. Das Definitionsgebiet von Phi, also das Definitionsgebiet von F, das war offen. Und das heißt, wir können alle Variablen so ein bisschen größer machen und alles bleibt trotzdem im Definitionsgebiet drin. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich muss den Kegel eigentlich so ein bisschen größer wählen. Okay, gut. Also, dann setzen wir mal unser H. Wir betrachten ja den Wert für H gegen 0. Uns interessiert, was passiert für kleine Hs, also für sehr kleine Diskretisierungen. Wenn h kleiner gleich Delta durch 2m ist, dann gilt auf jeden Fall mal, dass g von z minus yk, wenn ich jetzt das g von z hier vorne einsetze, ist kleiner gleich, ja, h mal dieses Phi hier vorne. Das Phi ist nach oben beschränkt durch m', habe ich hier vorne gesagt. Ja, dann bleiben wir hier vorne auch beim m'. Ja, und dann bleiben wir hier vorne beim m'. Jawohl. Das ist also kleiner gleich h mal phi. Das phi ist nach oben beschränkt durch m'. Also ist das hier kleiner gleich Delta durch 2 mal m' mal m'. Das m' geht raus und insgesamt gilt, das g von z minus yk ist kleiner gleich Delta halbe. Okay, gut. Jetzt betrachte ich mal das g als Abbildung von dem Intervall yk minus Delta bis yk plus Delta. Okay. Dann gilt, dass das g von z im Intervall liegt ja sogar von yk minus Delta halbe bis yk plus Delta halbe. Das ist mit Sicherheit eine Teilmenge von yk minus Delta bis yk plus Delta. Und das bedeutet tatsächlich, dass hier vorne ist eine Selbstabbildung. Ja, das heißt also, der erste Teil aus dem Fixpunktsatz von Banach ist schon mal erfüllt. Das hier vorne ist eine Selbstabbildung, dieses G, was ich auf diese Art definiert habe. Gut, jetzt habe ich noch vergessen, das hatte ich tatsächlich vorher vergessen, ich muss natürlich die anderen Sachen auch nachprüfen. Erstmal, das Ganze muss ein Banachraum sein, in dem ich mich bewege. Ja, wir sind in R, R ist sicherlich ein Banachraum. Und das Grundintervall, das wir hier vorne jetzt definiert haben, das muss abgeschlossen sein. Und das ist natürlich tatsächlich der Fall, ja, von yk minus Delta bis yk plus Delta. Das abgeschlossene Intervall ist sicherlich abgeschlossen. Okay, dann haben wir alles zusammen für den Fixpunktsatz von Banach, bis auf kontrahierend. Also das Letzte muss ich jetzt noch nachweisen. Wie weist man kontrahierend nach? Na, ich muss immer sowas ansetzen wie g von z minus g von z'. Und das muss kleiner gleich einer Konstante sein mal z minus z'. Und diese Konstante muss kleiner sein als 1. Okay, ich setze ein, g von z minus g von z', das yk hier vorne geht raus und da hier vorne steht nichts anderes als phi von tk, yk, z und h minus phi von tk, yk, z' und h. Okay, aber
unsere Funktion Phi, die sollte Lipschitz-stetig sein in yk plus 1, also gerade in diesem Argument hier vorne mit der Lipschitz-Konstante L'. Okay, dann ist das also kleiner gleich H mal L' mal Z minus Z'. Das ist genau die Definition der Lipschitz-Stetigkeit. Okay, wähle ich jetzt noch zusätzlich das H nicht nur kleiner als Delta durch 2 mal M', sondern sogar auch noch kleiner als 1 durch 2 mal L'. Naja, dann ist das hier mit Sicherheit kleiner gleich 1/2 mal Z minus Z'. Mit anderen Worten, das hier vorne ist auch wieder kontrahierend. Okay, das heißt also, wir haben für das G alle unsere Sachen zusammen. Ja, Banachraum, Selbstabbildung auf einem abgeschlossenen Intervall und zusätzlich kontrahierend. Alle vier Sachen sind da. Das heißt also, unser G besitzt einen Fixpunkt und das bedeutet, diese Gleichung hier besitzt einen Fixpunkt. Das bedeutet, diese Gleichung, die wir hier oben haben, die ist tatsächlich, die besitzt eine Lösung yk plus 1 und sogar eine eindeutige Lösung yk plus 1, wenn das H klein genug ist. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Wir müssen das H klein machen. Das ist für uns aber kein Problem, denn wir betrachten ja sowieso alles für H gegen 0. Okay, gut. Das heißt also, das Verfahren ist durchführbar. Diese Gleichung, die wir da oben haben, die ist auflösbar. Und wir können das Verfahren, dieses implizite Verfahren tatsächlich durchführen. In jedem einzelnen Schritt ist diese Gleichung auflösbar. Jetzt ist diese Auflösung natürlich im Allgemeinen nicht analytisch durchführbar, sondern wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und das ist die erste Bemerkung. Was machen wir natürlich, wenn wir es nicht analytisch auflösen können? Wir nehmen einfach die Fixpunktfolge aus dem Fixpunktsatz von Banach. Und tatsächlich, das tut man auch. Man nimmt einfach einige Iterationen aus der Fixpunktfolge, anstatt hier vorne zu versuchen, diese Gleichung, die man da oben hat, explizit aufzulösen. Dazu machen wir gleich ein Beispiel. Dann das nächste, was uns interessiert ist, wir haben ja so ein bisschen gearbeitet bei den expliziten Einschrittverfahren, um zu zeigen, aus Konsistenz folgt Konvergenz. Wie sieht es da bei den impliziten Verfahren aus? Naja, also am Ende des Tages, wenn wir das H klein genug haben, dann können wir ja diese Gleichung, die wir da oben haben, tatsächlich nach yk plus 1 auflösen. Das heißt, diese Gleichung hat eine eindeutige Lösung yk plus 1. Wovon hängt die denn ab? Also das, wenn wir jetzt mal das TK, das Phi und das H hier vorne rausschmeißen, ja, die sind konstant in einer einzelnen Iteration, dann hängt das im Wesentlichen ab von Y, dann hängt das, die Lösung hängt im Wesentlichen ab von TK und YK. Ja? Dieses Z hier vorne hängt ab von TK und YK. Okay, mit anderen Worten, das Z ist eine Funktion, irgendeine Funktion V in TK und YK. Das heißt also, wir können unsere eigentliche Funktion schreiben in der Form YK plus 1 gleich YK plus H mal Phi von TK, YK, V von TK und YK und H. Okay, da habe ich jetzt nur hier vorne durch K plus 1 diese Lösung unserer Gleichung eingesetzt. Ja, und jetzt schauen Sie sich das an, was wir hier vorne haben. Das ist jetzt geworden zu einem expliziten Einschrittverfahren. Das heißt, unser implizites Einschrittverfahren, wenn wir das denn auflösen, und wir wissen jetzt, wir können es auflösen, dann wird einfach das explizite Einschrittverfahren zum impliziten Einschrittverfahren. Und das bedeutet, die ganzen Gleichungen, die wir haben, die ganzen Sätze, die wir haben für explizite Einschrittverfahren, gelten auch für implizite. Und insbesondere gilt natürlich dieser Hauptsatz auch für implizite, nämlich aus Konsistenz folgt Konvergenz. Okay, diese Konsistenz, was das genau bedeutet, das wollen wir uns jetzt in ein, zwei Beispielen einfach mal anschauen.